ihr Lieben, da ist wieder eure Katrin und heute melde ich mich zurück mit dem Eofauna-Steppenmammut. Und wie alle Eofauna-Modelle kommt auch dieses Exemplar hier mit einer schönen Karte daher, ja, wo das Tier selbst nochmal zu sehen ist. Und mit diesem kleinen Schildchen da, wo leider auf Englisch nur noch ein paar Features oder noch ein paar Fakten rund um das Tier zu lesen sind. Doch bevor ich zum Modell selbst komme, gibt es erstmal die Fakten rund um dieses Tier. Das Steppenmammut war ein Mammut aus dem Mittelpleistozän von Eurasien. Dieser Elefant hatte sich vermutlich im unteren Pleistozän in Sibirien aus dem Südelefanten entwickelt, den es ab dem mittleren Pleistozän von vor 750.000 bis 500.000 Jahren ersetzte. Mit einer Schulterhöhe von bis zu 4,7 Metern gehörte es zu den größten bekannten Rüsseltieren. Es wird vermutet, dass diese Tiere bis zu 10 Tonnen Gewicht erreichen konnten. Die spiralförmigen Stoßzähne konnten bei den Männchen über 5 Meter lang werden, waren aber einfacher gebogen als beim späteren Wollhaar-Mammut. Steppenmammute waren besser an Grasnahrung angepasst als Südelefanten und drangen weit in Steppengebiete vor. Sie lebten aber auch in Waldlandschaften, was Funde aus Ostengland in einer Torfschicht, die Waldpflanzen enthielt, zeigen. Mammutus trogontherii ist eine der ersten Mammutarten, die durch starke Behaarung an das Leben in kalten Regionen angepasst waren. Vor etwa 250.000 Jahren trat das Wollhaar-Mammut, das sich in Nordasien aus dem Steppenmammut entwickelte, in Europa in Erscheinung und löste seinen Vorläufer nach einer kurzen Übergangszeit vollständig ab. Eines der vollständigsten Skelette eines Steppenmammuts wurde 1996 im sibirischen Kikinda gefunden und ausgestellt. Es handelt sich bei dem Fund um ein Weibchen mit einer Gesamthöhe von 3,7 Metern und 3,5 Meter langen Stoßzähnen. Das Körpergewicht des lebenden Mammuts wird auf 7 Tonnen geschätzt. Männchen könnten in diesem Gebiet noch größer und mit mächtigeren Stoßzähnen bewehrt gewesen sein. So wurde 2009 in einer Kohlegrube des serbischen Stadt Kostolac in unmittelbarer Nähe der Ausgrabungsstätte der ehemaligen römischen Grenzstadt Viminatium das nahezu unversehrte Skelett eines männlichen Steppenmammuts entdeckt, das rekonstruiert knapp 4 Meter hoch war und schätzungsweise 9,4 bis 9,7 Tonnen wog. Seit 2014 ist es dort in einem unterirdischen Museum ausgestellt. Das einzige montierte Skelett in Deutschland befindet sich in der Ausstellung im Spengler Museum in Sangerhausen. Schauen wir uns dieses Exemplar dann mal aus der Nähe an. Also die Fellstruktur dieses Modells ist wirklich außergewöhnlich gut detailliert, sehr fein detailliert. Das fasziniert mich absolut. Sehr beeindruckende Stoßzähne. Ein stark gebogener Rüssel. Er trompetet hier gerade. Ein weit aufgerissenes Maul. Und das Coole ist, man kann hier die Backenzähne sehr gut erkennen. Zumindest im Oberkiefer, im Unterkiefer sieht man sie nicht. Das ist ein schönes, schweres Modell. Außerdem, hier hat so einen kleinen Farbklecks abgekriegt. Es hat auch eine ziemlich dynamische Pose, ja, der Fuß ist erhoben. Dann die typischen, sehr, sehr kleinen Ohren des Elefanten, des Urelefanten. Ja. Sehr schön gestaltet. Es hat so ein Rotbraun mit etwas Schwarz unterlegt. Er wird nicht sehr wohlgenährt. Elefantenarten oder Elefanten haben ja allgemein einen sehr ausladenden Bauch, einen massigen Gedärm und so. Er ist jedoch recht schlank für diese Verhältnisse. Das Fell ist unglaublich gut gestaltet. Wie man sieht, ist es ein Bulle. Da haben wir nochmal eine Kennzeichnung. 2017 Eofauna. Dann die Fußsohlen sind auch sehr schön gestaltet. Richtig liebevoll, richtig aufwendig, mit so viel Liebe zum Detail.
Clown. Sind recht schlicht in einem sehr, sehr hellen Braun bemalt. Einen sehr ausladenden Beckenknochen, wie man es auch von heutigen Elefanten noch kennt. Das Bein, er läuft, ja, ist ziemlich weit nach hinten gestreckt. Auch noch cool gemacht, ja, wie dieser Fuß sich hier so abrollt. Einfach ein tolles Urelefantenmodell. Der andere Oberschenkel, hier sieht man noch ein paar Hautfalten, die so ein bisschen im Fell verborgen sind. Das andere Bein. Fuß darunter, also wirklich fantastisch gemacht, ja. Also ich freue mich, den endlich in meiner Sammlung zu haben. Ja, lange hat es gedauert. Konnte mich lange nicht dazu durchringen, weil ja ein Hauptaugenmerk eigentlich auf Dinosauriern liegt, weniger auf prähistorischen Säugetieren. Aber dennoch, ich finde es spektakulär. Es gibt auch viele coole Dokumentationsvideos und Filme zum Thema Mammut und auch Klonen eines Mammuts und so weiter. Hier auf der anderen Seite des Gesichtes. Er hat ein schönes, glänzendes Auge. Es ist winzig klein. Er spiegelt sich im Licht. Das finde ich noch super cool. Das Maulinnere ist auch noch sehr interessant bemalt. Wirklich sehr viel Liebe zum Detail hier, ne? Ja, dann haben wir hier den Oberkiefer, wo die Stoßzähne rausragen. Die Unterseite des Rüssels. Das ist eigentlich nur ein beweglicher Muskel. Der aber ungeheuer kräftig ist. Bei dem hier bzw. war. Und dieser Wulst auf dem Schädel. Ein ziemlich cooles Teil. Dann die Stoßzähne nochmal. Auch diese noch toll bemalt, wie ich finde. Sehen so ein bisschen holzig aus. Die sind sehr weich. Kann man hier gut biegen. Sieht fantastisch aus. Auch der Übergang vom Stoßzahn dann zum Oberkiefer. Wie sich die Haut so schön um den Stoßzahn legt. Einfach fantastisch. Ich habe mir auch noch die anderen Urelefanten von Eofauna bestellt. Da bin ich auch schon sehr gespannt, wie die letztendlich aussehen werden. Ja. Wenn ich mir schon einhole, dann dürfen es die anderen beiden auch gern sein. Bis jetzt hat Eofauna ja 3 Urelefanten, ganz neu das Deinotherium. Das zeige ich euch dann auch noch. Die Ansicht von vorn, und ich finde, das ist ein absolut beeindruckendes Modell, ja, wie er so den Rüssel hebt mit diesen beeindruckenden Stoßzähnen. Dann die Rückansicht, nicht minder beeindruckend, wenn man so in Richtung Kopf schaut. Die Ansicht von oben und die Ansicht von unten. Ein wahnsinnig schönes Steppenmammutmodell von Eofauna. Ja, Freunde, und dann gibt es ja noch diese wunderschöne Karte dazu. Das zeigt das Modell nochmal als Gemälde mit einem wunderschönen Hintergrund. Hier noch eine kleine Steppenmammutfamilie. Das wird ein Weibchen sein mit seinem Jungtier. Und dann hier nochmal ein paar Fakten dazu. Ja, das sind so eine Art Spielkarten. Ja, und dann hier noch eine Sternebewertung und so weiter. Sehr schön gemacht. Klasse. Und hinten das Logo. Dann ist ja immer noch dieses Schildchen mit dran. Ja. Kann man schön aufklappen. Nochmal das Steppenmammut als Skelett. Hier wird sogar mit 14 Tonnen angegeben, aber ich denke, das wäre dann doch etwas viel. Und hier noch ein paar Hinweise zu Eofauna. Warnhinweise in mehreren Sprachen.
Ja, ihr Lieben, das war's auch schon wieder, das Review zum 2017er Eofauna Steppenmammut mit einer schönen Karte und ein Wimpelchen, ja, so ein Schildchen dabei. Ein schönes, großes Modell. Es hat eine Länge von 19,5 cm und ist etwa 15 bis 16 cm hoch an der höchsten Stelle. Den Link zu diesem Modell findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Ja, gibt es im Urzeitshop, wenn Miron nachbestellt hat. Und ich für meinen Teil klinken wieder aus, sag tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review Time, Unboxing Time, was auch immer Time bei Katrin. Bis dann, ihr Lieben, und bye!